Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Kanal Feinflug LP. Um was geht es heute? Ihr habt wahrscheinlich oben in der Videobeschreibung schon gesehen, deswegen habt ihr wahrscheinlich auch drauf geklickt. Es geht um den, ja, ich habe mal vor Jahren angefangen, oder vor einem Jahr circa war das, oder ja, so ein bisschen länger her wie ein Jahr, habe ich mal angefangen, eine Feindsaw-Map wie Feindsaw-Texture-Pack zu bauen. Das heißt, Feind soll einfach nur Feindflug heißen. Und so halt, es gibt ja einen Film, der heißt so. Und ich habe die Idee gehabt davon, eine Adventure Map zu bauen. Ich habe auch schon eine Adventure Map, die ist auch schon teilweise fertig. Für den ersten Player ist sie so oder so schon fertig. Nur für einen Zweifang-Player, also für zwei Leute. Das ist leider nicht fertig. Schon angefangen, aber leider noch nicht fertig. Und dann halt das Texture Pack. Ich habe hier mittlerweile doch jetzt, eigentlich habe ich keine Lust mehr gehabt, das fertig zu machen, aber mittlerweile bin ich wieder so, ich möchte ganz gerne weitermachen, ich habe wieder Muse und richtig Lust, und wer daran Interesse hat, der kann das gerne nachverfolgen. Ich werde das definitiv in der nächsten Zeit weitermachen. Was ich erstmal jetzt auf die Schnelle gemacht habe, das geht auch darum, weil ich mache das nicht alleine. Der Ari hilft mir dabei, weil er hat auch sehr viel Redstone-Ahnung und der ist ja sehr viel mit Technik. Ich mag keine Adventure-Map, die so langweilig sind. Meine Map ist wirklich sehr viel Technik dahinter, sehr, sehr, sehr viel Technik. Wenn man sich die Map anguckt, hinter den Kulissen, dann sieht man das, da ist sehr, sehr, sehr viel. Ich mache mir sehr viel Gedanken und ich stehe auf diese Technik halt, mir macht das halt Spaß. Ja, und ich habe heute, wir haben heute aus dem 9.01.2013, habe ich die Feindsaw Texture Pack einfach nur geportet in die 1.47. Was heißt geportet? Ganz einfach. Ich habe das Texture Pack für die 1.47 fertig gemacht. Das heißt, das Texture Pack an sich hat sich nicht verändert. Das ist immer noch so wie vorher. Nur halt, dass es für 1.47 geht. Also ist noch im Moment, noch sehr viele Standardtexturen drin, also relativ viele Standardtexturen drin, und jo. Wenn euch das außerdem interessiert, dann geht da einfach mal auf feinfluglp.de, dann auf der rechten Seite, da steht Seiten, das sind ja Menüpunkte, da steht einmal Seiten und da steht Feindsaw Adventure Map und Feindsaw Texture Pack, da könnt ihr gerne mal gucken. Wenn ihr natürlich das so gerne haben wollt, dann einfach nur jeweils drauf gehen und euch auf den Download-Link halt runterladen. Wie gesagt, das Texture Pack ist im Moment voll aktuell, das ist nur geportet halt, also nur für 1.7 fertig gemacht, aber das ist immer noch so, wie es damals noch war. Wer das vielleicht kennt, wie gesagt, 1.47 ist jetzt offen, ihr könnt es runterladen, gerne weiter benutzen. Und die Adventure Map sollte eigentlich relativ auch noch gehen. Die müsste dann, wenn ihr euch die runterladet, konvertiert werden, glaube ich. Aber ansonsten dürfte die ganze Mal regulär noch gehen. Für einen Spieler, das könnte noch ganz durchzocken, das geht ganz locker. Und für einen zwei Spieler, das geht, ich sag mal, teilweise. Das ist noch nicht so ganz so ausgereift. Deswegen, wir sind noch am Bauen. Und das werden wir jetzt auch in der nächsten Zeit machen. Das Texture Pack an sich hat schon sehr viele Grundtexturen drin. Da sind zum Beispiel bei Axis schon dabei oder Steine und so weiter. Ihr könnt das gerne mal angucken. Einfach das Texture Pack runterladen und einfach aktivieren. Ihr müsst natürlich einen HD-Patch, also könnt ihr entweder Optifine nehmen, dann ist automatisch HD drin. Oder müsst einen HD-Patch nehmen, weil ansonsten kriegt ihr das Texture Pack nicht installiert, weil es ist ein HD, also HD ist eigentlich kein richtiges HD, aber für Minecraft halt HD, ein 64x64 ist das. Werde ich vielleicht auch später, im späteren Zeitpunkt vielleicht auch eine höhere Auflösung bringen. Ich glaube aber eher nicht, weil ich finde die 64x64 eigentlich sehr gut und sehr genial. Jo, das wär's soweit eigentlich. Wie gesagt, also ich bin im Moment auch am Texture Pack am Arbeiten. Da wird wahrscheinlich dann demnächst wieder ein Update kommen. Wenn euch das interessiert, also ich werde auf jeden Fall alle Updates, die ich davon bringe, ob das Adventure Map ist, ob das Texture Pack ist, wird alles auf Facebook veröffentlicht. Ihr müsst da nicht unbedingt in Facebook angemeldet sein, das könnt ihr auch so lesen. Und die Links, wenn ihr halt nicht drauf kommt, dann geht ihr auf meine feinfluglp.de Seite. Und da könnt ihr auch die Updates sehen. Da habe ich immer genau beschrieben, was ich immer geupdatet habe. Man sieht es ja immer da, das ist alles ganz genau beschrieben.
könnt ihr gerne gucken, was ich alles gemacht habe. Ich habe außen, was mir gerade einfällt, das war am 4.12. Ich habe erst ein Miser Texture Pack benutzt, das war nicht so fein, was ich ja gemacht habe. Aber ich habe hier am 4.12.2011, das ist schon ein bisschen länger her, habe ich die ganze Miser Texturen entfernt und habe dann alles meins gemacht, weil, ist auch blöd, irgendwelche Texturen von anderen Leuten zu nehmen. Deswegen habe ich es rausgenommen. Ja, ansonsten, wie gesagt, also Texture Pack läuft wieder, könnt ihr gerne nutzen. Adventure Map sollte laufen, müsste nur konvertiert, macht ja Minecraft automatisch. Und er könnte auszocken. Unten in der Videobeschreibung sind die Links. Also ich schicke euch einfach einen Link von der von meiner Homepage. Und zwar von der Adventure Map die Seite und von der Texture Pack die Seite. Und ja, dann könnt ihr euch das angucken. Außerdem, wenn es irgendeine Frage kommt, wie installiere ich ein Texture Pack, da werde ich auch nochmal extra ein Video drüber machen. Und werde es auch dann auf die Seite bei Findsor Texture Pack mit einfügen, das Video. Dass wenn irgendeiner ein Problem hat, dass er das, ja, halt entpacken kann. Jo, das wäre es eigentlich soweit. Mehr wollte ich gar nicht erzählen. Es wird auf jeden Fall demnächst, ich weiß nicht, es wird ein bisschen dauern. Wir wollen im Moment erstmal anfangen. Demnächst irgendwann wieder ein Update kommen von der Texture Pack, genauso wie von der Adventure Map. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, wer da immer Interesse gezeigt hat und weiß ich nicht, das gerne angeguckt hat oder das gerne gespielt hat und da gerne was anderes noch sehen möchte, der kann sich darauf freuen. Es wird demnächst was Neues geben. Jo, das wär's soweit. Ich würde sagen, wir sehen uns bei meinen anderen Let's Plays. Wenn euch das gefallen hat, das Video hier, könnt ihr gerne ein Like geben und da würde ich sagen, bis demnächst, euer FunflugLP. Bis dann, bye, bye.